Dann heiße ich Sie alle nochmal kurz willkommen zur heutigen E-Lecture Personalisierbare Aufgaben und anonymer Peer Review mit Matthias Magdowski. Dieser studierte von 2003 bis 2008 Elektrotechnik an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg und hat auch dort 2012 zum Doktor promoviert. Zurzeit ist er dort Dozent für Elektrotechnik und er beschäftigt sich auch gern mit alternativen Lehr- und Lernmethoden. Und in diesem Sinne möchte ich auch schon das Wort an den Herrn Matthias Magdowski übergeben und hoffe auf eine tolle E-Lecture. Ja, vielen Dank für die Einführung. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich will ein bisschen was erzählen über diese personalisierbaren Aufgaben und über ja, anonymen Peer Review, also wie sich Studierende bei uns gegenseitig begutachten. Werde mit einer kleinen Motivation starten. Dann haben wir das bei uns schon ein paar Mal ausprobiert im Bereich in einer Grundlagen der Elektrotechnik-Vorlesung. Da werde ich einfach ein bisschen zeigen, wie da die Aufgaben aussahen, auch ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir auch personalisierte Musterlösungen sozusagen gleich mit dazu liefern für die gegenseitige Begutachtung. Dann so ein bisschen darauf eingehen, wie funktioniert das technisch, wie ist technisch die Vorgehensweise, dass das über ein Lernmanagementsystem und ja, ein bisschen Zusatzsoftware alles digitalisiert vernünftig vonstatten geht. Und dann am Ende das Ganze ein bisschen diskutieren, wo sehen wir so die Vorteile, wo sind vielleicht noch ja, ein paar Hürden, die man noch umschiffen kann, wo gibt es noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Damit ich das jetzt so ein bisschen einordnen kann, aus welchem Bereich jetzt so die Zuhörerschaft kommt, gibt es gleich zum Anfang mal eine kleine Umfrage. Ja, aus welchem Fachbereich kommen Sie? Eher sowas wie Schule, Gymnasium, Oberschule? Dann habe ich mal so die Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften einzeln, alles, was so Naturwissenschaft, Technik ist. Und dann der Bereich, aus dem ich komme, die Elektrotechnik, ist natürlich schon was relativ Spezielles. Aber okay, also der schwankt noch so ein bisschen. Also, naja, zumindest so ein Drittel, knapp die Hälfte. Jetzt wird es aber schon weniger als nur noch ein Drittel ungefähr Technik. Wir werden mal schauen. Also die Beispiele, die ich zeige, sind halt aus der Elektrotechnik. Für die Schule ist das Ganze bestimmt auch anwendbar. Wenn man jetzt aus den Sozialwissenschaften kommt, muss man bestimmt ein bisschen Transfergedanken mitbringen, um das dann für seinen Fachbereich möglicherweise auch zu nutzen. Oder vielleicht hat man da die Probleme, die wir sozusagen überhaupt gar nicht. Okay, ich denke, dann können wir die Umfrage wieder beiseite nehmen. Genau. Also unsere Motivation ist so ein bisschen so, wie gesagt, wir haben eine Grundlagen-Elektrotechnik-Vorlesung mit so 100 bis 150 Studierenden, die über 2 Semester geht. Die haben halt jede Woche eine Vorlesung, im ersten Semester sogar 2 Vorlesungen pro Woche. Da findet aber natürlich fast reine Wissensvermittlung statt. Also da steht man vorne und was erzählt was. Wir machen ein paar Experimente, wir machen auch Live-Quizze und Audience Response und die Leute können über ihr Tablet mal was gemeinsam vorne an die Tafel malen und so. Wir versuchen das schon ein bisschen interaktiv aufzulockern, aber es ist halt trotzdem eher Wissensvermittlung. So. Dann haben wir natürlich eine Übung, die jede Woche stattfindet. Da sind die Leute angehalten, selber zu rechnen. Trotzdem wird da natürlich an der Tafel relativ viel vorgerechnet. Wir versuchen das immer so zu machen, dass hauptsächlich Studierende vorrechnen. Dazu teilen wir die Studierenden in so Gruppen ein. Dann gibt es sowas, das nennt sich Haiti-Methode, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Andere kennen das als Ich, du, wir oder Think, Pair, Share. Also sie sollen sich in kleinen Gruppen treffen, das so ein bisschen vorbereiten und dann soll eigentlich immer jemand aus einer Gruppe im Prinzip die Aufgabe für die Gruppe vorstellen. Und da ist so ein bisschen die Idee, wenn eben nicht so ein unfehlbarer Übungsleiter vorne steht und das vorrechnet, ist die Hemmschwelle für die Studierenden, Fragen zu stellen, auch geringer. Das funktioniert auch ganz gut. Aber trotzdem ist da immer noch relativ wenig selber rechnen und eben viel vorrechnen vorne an der Tafel. Dann machen wir zweimal im Semester, nee, also zweimal im Jahr, einmal im Semester eine Zulassungsklausur. Die ist aber dann gefühlt für die Studenten auch immer noch relativ weit weg und relativ lange hin. Und dann gibt es eben nach beiden Semestern, nach einem Jahr über den Stoff des ganzen Jahres eine Prüfung. Und die ist gefühlt natürlich immer noch sehr, sehr, sehr lange hin. Und das, was wir eben erreichen wollen, ist, dass sich die Studierenden möglichst schon frühzeitig während des Semesters kontinuierlich eigenständig mit dem Stoff beschäftigen
und eben nicht so dieses berühmte Bulimie-Lernen ganz kurz vor der Prüfung, versuchen sich das alles reinzuschaufeln und dann, naja, feststellen, oh, Elektrotechnik ist doch ganz schön viel und ganz schön schwierig und dann schlägt das meistens fehl. Also wir wollen eigentlich die Leute auf die Prüfungssituation vorbereiten. Und da haben wir schon mal uns ein paar Sachen ausgedacht in der Vergangenheit. Und zwar hatten wir mal so handschriftliche Zusatzaufgaben. Das hängt eben damit zusammen, die Prüfung ist eine handschriftliche Prüfung und dann geht es eben darum, Aufgaben zu rechnen. Also wenn man handschriftliche Zusatzaufgaben hat, dann sind die schon mal relativ prüfungsnah. Zusatzaufgaben heißt, wir haben dann für diese Aufgaben Zusatzpunkte gegeben, die wir dann auf diese Leistungskontrollen angerechnet haben. Das braucht man offensichtlich, um die Leute mo zu motivieren, dabei mitzumachen. Also einfach nur so auf Goodwill passiert relativ wenig, aber wenn man Zusatzpunkte verspricht, dann funktioniert es schon mal relativ gut. Dann ist natürlich so, wenn man allen oder der ganzen Gruppe im Endeffekt die gleiche Aufgabe gibt, ist natürlich die Gefahr, dass die Leute voneinander relativ stupide kopieren oder abschreiben, ziemlich groß. Und eine andere Sache ist, wenn man das halt handschriftlich macht und dann die Leute das auf Papier schreiben lässt, das Papier irgendwie einsammelt oder irgendwo abgeben lässt, dann irgendein Hiwi oder eine studentische Hilfskraft dahinsetzt, das zu korrigieren, dann irgendwo die Punkte in irgendwelche Tabellen einzutragen. Das macht einen ganz schönen Aufwand. Und also wir haben das mal ein Jahr, zwei Semester durchgezogen mit in jedem Semester vier Zusatzaufgaben. Das hat einen gigantischen Aufwand gemacht und am Ende hat genau ein Student oder ich glaube, es war eine Studentin, die hatte dann aufgrund dieser Zusatzpunkte eben die Zulassungsklausur geschafft. Und ansonsten war es so, alle Studierenden, die ziemlich gut waren in der Zulassungsklausur, die hatten auch viele Zusatzpunkte, die brauchten die Zusatzpunkte gar nicht. Und alle, die ja nicht so gut waren in der Zulassungsklausur und viele Punkte gebraucht hätten, die hatten aber auch komischerweise keine Zusatzpunkte. Also da gab es auf jeden Fall eine Korrelation. Ob das jetzt eine Kausalität ist, sei mal dahingestellt, aber da war eine gewisse Korrelation zu sehen. Aber Aufwand und eben dieses, die Leute kopieren manchmal vielleicht dann doch voneinander, das erschien uns dann als nicht so toll. So, dann kann man natürlich sowas machen, um den Korrekturaufwand zu senken. Man nimmt E-Learning-Aufgaben, also man nimmt zum Beispiel ein Moodle oder ein Ilias oder ein Blackboard oder was auch immer und packt da Aufgaben rein. Man kann natürlich sowas Simples machen wie Single Choice, Multiple Choice. Man kann aber auch Aufgaben machen mit Zahlenwert und Einheit. Hier ist eine Aufgabe, jeder kriegt zwar im Grunde die gleiche Aufgabe, aber zumindest irgendwie mit anderen Zahlenwerten. Und da muss man halt das Ergebnis und auch die richtige Einheit reinklimpern in das System. Das ist schon mal relativ gut. Das Problem dabei ist, man kann eben nicht den Rechenweg überprüfen. Also man kann nicht nachschauen, ob und wie, mit welchem Ansatz sozusagen und vielleicht auf welchem direkten Weg oder auf welchen Umwegen der Student, die Studentin das gerechnet hat. Und da das aber halt wichtig ist für uns für die Prüfung, wir wollen eben nachvollziehen, dass das ein sinnvoller Rechenweg ist, dass der sozusagen belegbar ist, ist das auch nicht so toll für uns, eben nur das Endergebnis abzuprüfen. So, und deshalb haben wir dann im letzten Semester mal die Idee geboren, personalisierbare Aufgaben zu machen zur handschriftlichen Lösung. Handschriftlich heißt, das Ganze ist dann wieder relativ prüfungsnah. Wenn die personalisiert sind, dann können die Studierenden auch nicht ganz stumpf voneinander abschreiben. Also natürlich kriegen die schon irgendwie vergleichbare Aufgaben. Also ich sag mal, die können sich gegenseitig beraten, aber die können nicht einfach stumpf voneinander kopieren. Und wenn die sich jetzt gegenseitig beraten, ist das natürlich eigentlich ideal. Also das ist ja genau das, was man möchte, dass die mal zusammenkommen, sich über die Elektrotechnik unterhalten oder eben über das Fach unterhalten, da irgendwie ihre Probleme diskutieren, das so ein bisschen reflektieren, sich vielleicht gegenseitig helfen. Was habe ich verstanden? Was hast du verstanden? Wie kommt das irgendwie zusammen? So, dann ist halt so die Idee, wenn wir den Korrekturaufwand gering halten wollen, könnten wir auch eine studentische Hilfskraft das machen lassen, aber wir können vielleicht auch einfach so die Studenten nutzen. Die können sich einfach gegenseitig korrigieren. Also was in wissenschaftlichen Zeitungen und auf Konferenzen funktioniert, dass es da ein Peer Review von den Papern gibt, warum soll das nicht auch irgendwie für Elektrotechnikaufgaben oder für Mathematik oder Physikaufgaben funktionieren? Das setzt aber natürlich voraus, da ja auch der Fall eintreten kann, dass man eben, obwohl man selber die Aufgabe vielleicht gar nicht so richtig verstanden hat, jetzt von wem anders
die Aufgabe korrigieren soll. Das ist eine ziemlich gute vorgefertigte, eben auch genau mit den Werten, genau mit dem Rechenweg Musterlösung gibt. Das heißt, das ist so ein bisschen für uns die Schwierigkeit. Wir müssen die Musterlösung halt im Prinzip mit generieren und die muss, ich will es mal so ausdrücken, relativ idiotensicher sein. So, und damit das eben nicht in einen Papierkrieg ausartet, haben wir das Ganze dann so ein bisschen an das Moodle rangekoppelt. Also immer die Einreichung, das zeige ich dann später, funktioniert über ein Moodle. Und alles, was wir dann in Richtung der Studenten senden, das funktioniert immer per E-Mail. Das ist sicherlich nicht der Königsweg, das so zu machen, aber das funktioniert jetzt erstmal so einigermaßen vernünftig. Und das ist auch relativ gut skalierbar. Also ob wir jetzt halt diese Aufgaben für 100 Studenten machen oder für 1000, ist im Prinzip egal. Also natürlich braucht man ein bisschen mehr Speicherplatz und es dauert dann ein bisschen länger, 1000 E-Mails zu senden, als 100 E-Mails zu senden. Aber im Grunde können wir das halt beliebig nach oben skalieren. So, das erstmal sozusagen soweit zur Idee und zur Motivation. Dann zeige ich mal einfach ein paar Aufgaben, die wir jetzt so in diesen drei Durchläufen gemacht haben. Das war die erste Aufgabe. Ja, das ist so ein bisschen was, was man auch vielleicht aus dem Physikunterricht kennt mit Geschwindigkeit und Weg. Wir haben irgendwie eine Größe, die ist im Diagramm, das sehen wir gleich, für verschiedene Zeitabschnitte gegeben. Und dann soll man erstmal aus diesem Diagramm eine Funktionsgleichung aufstellen, in dem Fall für den Strom, und dann ergibt sich eben die Ladung als Integral von dem Strom. Also soll man dann die Ladung berechnen als Formel durch schrittweise zeitliche Integration des Stromes und das dann halt am Ende nochmal zeichnen in ein Diagramm. Und dann kann man sich wieder so ein bisschen was überlegen. Naja, das Integral ist ja grafisch gesehen sowas wie die Fläche unter der Kurve. Und die Ableitung, also der Strom, ist sowas wie der Anstieg der Ladung. Also wenn man das gerechnet hat und am Ende gezeichnet hat und so ein bisschen das im Hinterkopf hat, kann man als Student auch ziemlich einfach dann seine Lösung sozusagen mal kurz kontrollieren. Und natürlich ist das auch so, wir sagen ja den Leuten jetzt nicht, setzt euch irgendwie allein in euer stilles Kämmerlein und löst die Aufgabe, sondern wir können das nicht kontrollieren und uns ist das im Grunde auch egal. Also die können auch MATLAB meinetwegen nehmen oder die können auch Maple nehmen oder irgendein anderes Computer-Algebra-System, GeoGebra, was auch immer und das Rechnen. Also Hauptsache, es gibt am Ende irgendwie sowas wie einen nachvollziehbaren handschriftlichen Rechenweg, so wie man das eben auch von Hand rechnen würde. Wenn man zumindest um sein Ergebnis, was man dann rausbekommen hat, einen Computer zur Hilfe nimmt, ist das nicht weiter schlimm. Oder ist das eigentlich sozusagen sogar wünschenswert? Ja, wenn man das mal sozusagen so korrigiert und macht. Also jeder kriegt die gleiche Aufgabe und jeder kriegt dann ein anderes Diagramm. Und hier ist das so, die werden anhand der Matrikelnummer erzeugt. Also ich exportiere mir dann aus dem Moodle eine Liste aller Studierenden in der jeweiligen Lehrveranstaltung mit den E-Mail-Adressen und Namen und den Matrikelnummern. Und dann starte ich mit der Matrikelnummer einen Zufallszahlengenerator. Und mit dem Zufallszahlengenerator werden dann sozusagen in dem Diagramm hier zum Beispiel der Wert erzeugt, auf den dieser Strom hier ansteigt und wohin der dann springt und wohin der dann springt und so weiter und so fort. Und diese Diagramme erzeuge ich dann in LaTeX. Da kann man halt auch relativ gut Diagramme erzeugen und man kann das so ein bisschen sozusagen programmieren, algorithmieren, dass man vollkommen automatisiert für jeden Studenten, für die Studentin ein eigenes Diagramm erzeugt und einen eigenen Aufgabenzettel in einer PDF-Datei, den man dann per E-Mail auch die E-Mail vollkommen automatisiert verschicken kann. So, und jetzt sind hier einfach sozusagen Beispiele. Ich habe jetzt mal hier Matrikelnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da kommt halt dieses Diagramm raus und wenn man dann die nächste Matrikelnummer nimmt mit der 5, 7 hinten, dann kommt halt, also ein ähnliches, aber im Grunde doch komplett anderes Diagramm raus. Und wenn man die nächste Matrikelnummer nimmt, dann kommt halt wieder ein ähnliches, aber doch anderes Diagramm raus und so weiter und so fort. So, und das Schöne dabei ist jetzt, dass man dann auch gleich, ich habe das jetzt immer hier sozusagen nur ausschnittsweise, die passenden Musterlösungen dazu generieren kann. Also auch die Formeln kann man in LaTeX relativ gut erzeugen und das Ganze auch mit Werten füllen. Mit genau den Werten, die derjenige mit diesem und jenem Diagramm sozusagen daraus bekommen müsste. Also ich kann dann wieder für die Matrikelnummer die passende Lösung generieren. Der Strom im ersten Zeitabschnitt sollte diese und diese Formel haben. Wenn wir das dann in die Formel für die Ladung einsetzen, dann müsste da das und das bei rauskommen.
mit der und der Stammfunktion in den und den Grenzen. Und wenn man das alles einsetzt und zusammenfasst, dann müsste da halt am Ende diese Formel bei rauskommen. Und am Ende des Zeitabschnitts ist dann eben diese und diese Ladung als Zahlenwert mit der und der Einheit. Und dann steht auch immer dran in der Musterlösung, darauf sollte es einen Punkt geben und darauf sollte es einen Punkt geben und darauf sollte es einen Punkt geben. Und dann steht auch immer noch, das habe ich jetzt hier nicht so in Rot drunter, was sind typische Fehler. Ja, man hat halt irgendwie hier nicht bis t integriert mit einer variablen Grenze, sondern hat da halt schon irgendwie eine feste Zeit eingesetzt. Und da kommt natürlich nicht eine Funktion von t raus, sondern schon eine feste Zahl und sowas. So die typischen Fehler. Ich habe das dann immer so gemacht, dass ich, also die Studierenden haben dann üblicherweise eine Woche Zeit, ihre Lösungen hochzuladen. Und dann gucke ich mir immer schon so die ersten 10 bis 20 Lösungen an. Dann hat man so ein Gefühl dafür, was sind so die typischen Fehler. Und dann ergänze ich meistens nochmal so die typischen Fehler in der Musterlösung, um dann vielen Fragen bei der Korrektur sozusagen vorwegzugreifen. So, und also vollkommen automatisiert kann man dann eben auch für alle anderen Matrikelnummern eben diese Musterlösung generieren, wo dann, also die jetzt im weitesten Sinne auch wieder gleich aussehen, wo halt aber andere Zahlen und ein bisschen andere Funktionen jeweils drinstehen. Ja, und dann, das lässt sich halt beliebig hochskalieren. So, und das Gute ist, ich kann dann auch gleich das Diagramm mit dazu malen. So wie das dann auch bei den Studierenden auf dem Lösungszettel aussehen müsste, sodass man das dann auch relativ gut vergleichen kann. Passt das? Und auch da wieder so typische Fehler, irgendwie die Achsenbeschriftung fehlt oder die Einheiten sind falsch. Was dann ganz schlimm ist, wenn in dem Diagramm dann zum Beispiel die Ladung springt. Ne? Also die Ladung ist eine Erhaltungsgröße, was auch immer man irgendwie ausgerechnet hat, die Ladung darf nicht springen. Die kann sich nicht sprunghaft von einem Zeitpunkt zum nächsten ändern. Also die Kurve sollte immer irgendwie kontinuierlich ineinander übergehen. So, und dann für jeden kann man dann vollkommen automatisch das Lösungsdiagramm generieren. So, und da, bevor ich jetzt die anderen Aufgaben zeige, gibt es wieder eine kleine Umfrage, nämlich ob Ihnen jeweils aus Ihrem Fachbereich auch Aufgaben einfallen würden, die man so auf diese Art und Weise irgendwo personalisieren und algorithmieren kann. Also es kriegen schon alle irgendwie, damit es vergleichbar ist, auch was die Punktzahl angeht, eine ähnliche Aufgabe, aber trotzdem ist es nicht so, dass alle komplett die gleiche Formel verwenden können oder eben nicht alle oh ja, das ist schon mal sehr gut. Ja gut, da ist es natürlich dann die Frage, wie man das technisch umsetzt. Ja, also das ist, ich versuche dann bei dem Ablauf das ein bisschen zu zeigen. Bei uns funktioniert es eben dadurch, dass wir das mit LaTeX eh unser Aufgabenheft und unseren ganzen Klausuraufgabenkatalog schon in dieser Dokumentbeschreibungssprache hatten. Und daraus hat sich das halt auch so ein bisschen entwickelt. Dass wir irgendwann mal ausprobiert haben, eigentlich kann man hier auch, muss man da gar nicht von Hand Werte reinschreiben, eigentlich kann man hier auch gleich den Computer rechnen lassen und naja gut, wenn das eh schon so funktioniert, dann können wir doch auch die Werte am Anfang einfach den Computer per Zufallszahlengenerator erzeugen lassen. Und ja, okay, also das freut mich schon mal, dass es da, dass keiner jetzt irgendwie 4 und 5 gesagt hat. So, dann einfach um so ein paar, wenn man jetzt nicht aus der Elektrotechnik kommt, ist es vielleicht tatsächlich auch schwierig, diese Aufgaben so ein bisschen nachzuvollziehen. Das ist so eine typische Netzwerkberechnungsaufgabe. Das ist eigentlich so, worum sich Grundlagen der Elektrotechnik dreht. Man soll ein Netzwerk berechnen. Dafür gibt es verschiedene Berechnungsverfahren. Eines davon ist diese Knotenspannungsanalyse. Und damit berechnet man Spannungen an irgendwelchen Knoten in dem Netzwerk. Und hier ist halt so, alle kriegen die gleiche Aufgabe. Sollen erstmal diese Knotenspannung, die man da berechnen soll, einzeichnen in das Netzwerk, dann ein Gleichungssystem aufstellen. Am Ende ist es halt eigentlich immer, ja, jedes Berechnungsverfahren gibt einem ein anderes Gleichungssystem, da einfach die Werte einsetzen von den Bauelementen und dann dieses Gleichungssystem lösen. Und man sieht schon, für das Aufstellen gibt es relativ viel Punkte, für das Lösen gibt es am Ende relativ wenig Punkte. Das liegt natürlich auch wieder daran, naja, ein guter Student wird sich nicht hinsetzen und das von Hand lösen, sondern wenn er halt zu Hause ist und alle Möglichkeiten hat, dann wird er da irgendein Tool, Excel, MATLAB, was auch immer, oder einen guten Taschenrechner für nehmen. Da haben wir das dann schon mal so ein bisschen mit berücksichtigt, dass das dann eigentlich am Ende eher der einfachere Teil ist. So, und dann ist das so,
dass dann jeder Student, jede Studentin ein anderes Schaltbild bekommen hat. Ich habe jetzt hier einfach mal fortlaufende Matrikelnummern genommen. Wir waren bei der 59 stehen geblieben. Hier geht es mit der 60 weiter. Die würde halt dieses Schaltbild bekommen. Damit das vergleichbar ist, haben die Schaltbilder immer alle drei Knoten. Und damit dann die Lösung ungefähr eindeutig ist, haben wir die auch schon mal vornummeriert. Also hier unten die 0 zählt sozusagen nicht mit und dann halt 1, die 2 hier drüben, die 3 in der Mitte. Und auch diese Schaltbilder, da gibt es ein Paket für, mit dem man die direkt in LaTeX zeichnen kann oder sozusagen entwickeln kann, nicht direkt zeichnen kann, aber also man gibt sozusagen die Koordinaten immer dieser Punkte vor und welches Element soll dazwischen sein, dann wird das gemalt oder gezeichnet. So, und dann, nur damit man auch wieder eine Idee bekommt, die 61 hinten als Matrikelnummer würde ein Schaltbild bekommen, das so aussieht. Auch das hat im Grunde diese drei Knoten, aber eine komplett andere Anordnung der Bauelemente und damit auch dann ein komplett anderes Gleichungssystem. Zwar auch ein Gleichungssystem, was drei Zeilen und drei Spalten hat, oder drei Unbekannte, drei Zeilen und drei Spalten in Matrixform. Und diese drei unbekannten Knotenspannungen, aber da würden komplett andere Einträge drin stehen, weil das Netzwerk eben ein komplett anderes ist. Ja, und so würde jede Matrikelnummer, die kriegt jetzt durch Zufall mal ein bisschen ein einfacheres. Ja, gut, am Ende muss man trotzdem Gleichungssystem aufstellen und das lösen. Und dann die zum Beispiel 63 hinten würde halt dieses Schaltbild bekommen. Und das ist auch so. Also man kann. Ja, stumpf voneinander abschreiben funktioniert nicht, aber man kann sich natürlich so ein bisschen Tipps geben oder überlegen, Mensch, bei mir sieht das so aus, bei mir sieht das so aus. Hast du eine Idee? Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich da mit dieser Stromquelle hier oben meinetwegen machen soll. Mein lieber Mitkommilitone, der du in meiner Übungsgruppe bist, lass uns doch mal darüber diskutieren. Vielleicht habe ich ja auch noch eine Idee für dein Problem. So, und auch dafür kann man dann direkt die Musterlösung generieren, also wie dieses Gleichungssystem aussehen würde, in Matrixform jetzt hier aufgeschrieben und wie das jeweils dann mit Zahlen eingesetzt aussehen würde, wenn man das dann mit Zahlen hat. Und sage ich mal, in der Grundlagen-Mathematikvorlesung aufgepasst hat an der Uni, dann sollte das eigentlich oder auch in der Oberstufe, im Abitur sollte man sowas mal gelernt haben. Aber meistens hat man es dann, bis man im Grundstudium ist, schon wieder vergessen. Dann sollte das eigentlich nicht mehr so schwierig sein, das hier unten auszurechnen. Also das da oben, welches G und welches I und so muss hier an welcher Stelle stehen, das ist eigentlich die Schwierigkeit bei dieser Aufgabe. Ja, und vollkommen automatisiert kann man dann eben auch für die anderen Matrikelnummern diese Gleichungssysteme erzeugen, in ein Musterlösungs-PDF-Dokument ausgeben, was man dann eben den Studierenden zur gegenseitigen Kontrolle zur Verfügung stellen kann. So, und die dritte Aufgabe ist wieder sowas Ähnliches, diesmal nicht mit Strom und Ladung, sondern einfach Strom in Abhängigkeit von der Zeit. Auch da gibt es wieder ein Diagramm, man soll wieder sowas wie eine Funktionsgleichung aufstellen und dann den Mittelwert und den Effektivwert dieser Funktion berechnen. Das ist was für die Messtechnik nachher wichtig ist. Ja, also Mittelwert lässt sich einfach ausrechnen als E-Techniker. Effektivwert ist das, was man immer so misst. Um ehrlich zu sein, hier habe ich halt einfach so ein bisschen die Aufgabe der ersten, die Idee der ersten Aufgabe nochmal abgewandelt. Das Diagramm hier zu erzeugen, war dann halt relativ einfach. Ich musste nur einfach einen neuen Aufgabentext schreiben. Die Aufgabe ist ganz brandaktuell, die habe ich heute an unsere Studierenden geschickt. Da sehen dann die Diagramme wieder im Grunde so ähnlich aus wie bei der ersten Aufgabe. Jeder kriegt halt ein anderes Diagramm. Hier vorne hat das immer einen linearen Anstieg oder einen linearen Abfall und danach bleibt das dann halt mehr oder minder oder hat immer so konstante Abschnitte und dann wiederholt sich das jetzt hier periodisch. Also nach 4 Sekunden sollte die Zeitfunktion immer wieder gleich aussehen. Und dann kriegt eben jeder wieder nach seiner Matrikelnummer ein anderes Diagramm. Jeder muss ähnlich, aber doch irgendwie anders rechnen. So, und weil ich die Aufgabe erst heute an die Studierenden geschickt habe und die gerade noch dabei sind, die zu lösen, und ich nicht weiß, wie viel von denen jetzt hier zuschauen, wahrscheinlich eher nicht, weil sonst sollte mir irgendeiner dann der Name auf der Teilnehmerliste bekannt vorkommen, verzichte ich jetzt mal darauf, hier sozusagen dafür die Musterlösung zu zeigen. Also, wer Interesse daran hat, kann sich gerne per E-Mail an mich wenden. Wer bekommt wann die Musterlösung? Sehr gute Frage. Das kommt jetzt sofort, wenn ich den Ablauf erkläre. Bevor ich den Ablauf erkläre, nochmal eine kleine Umfrage. Und zwar, welches Lernmanagement, also benutzen Sie eins und wenn ja, welches? Okay, da benutzt jemand schon mal Moodle, Moodle, Moodle.
Ilias, okay, nochmal Moodle. Okay, Opal, also wir benutzen eben bei uns in Magdeburg ein Moodle. Mittlerweile haben wir auch ein Moodle, was für die gesamte Universität gilt. Vorher hatte so jeder Fachbereich, der so ein bisschen was mit E-Learning gemacht hat, irgendwo seine eigene Moodle-Installation. Das war für die Studierenden, gerade die fachübergreifend studieren, bisweilen ziemlich verwirrend. Seit ein paar Jahren ist das aber bei uns vereinheitlicht. So, und bei uns basiert das halt auf Moodle. Ich sage mal so, man kann das bestimmt auch auf andere Lernmanagementsysteme so ein bisschen übertragen. So, das ist jetzt eine etwas komplizierte Skizze, deswegen zoome ich mal ein bisschen rein und hangle mich jetzt von links nach rechts anhand dieser Skizze vor. Das hier oben sind immer die Studierenden. So, die registrieren sich erstmal im Moodle, schreiben sich in einen Kurs ein. Bei uns sind die sowieso in den Kurs eingeschrieben. Wir löschen typischerweise die Studierenden aus den höheren Semestern nicht raus, damit die immer noch mal auf das Material zugreifen können, wenn sie da Interesse drin haben. Aber in jedem Semester schreiben sich die Leute neu in Übungstermine ein im Moodle. Auf Basis dieser Liste verschicke ich die Aufgaben, weil ich sozusagen davon ausgehe, wer Übungstermine besucht, der muss noch die Prüfung machen, der hat noch Interesse an der Zulassungsklausur, der hat bestimmt Interesse daran, Zusatzpunkte zu sammeln und sich irgendwo mit dem Stoff zu beschäftigen. So, also das passiert im Moodle. Dann hole ich mir eine Liste der Studenten aus dem Moodle raus und die restliche Programmierung habe ich in MATLAB gemacht. Weil ich Elektroingenieur bin, kenne ich mich mit MATLAB aus als Programmiersprache. Jemand anders würde sicherlich was komplett anderes nehmen. Das macht das Ganze jetzt sicherlich auch für andere Leute ein bisschen schwer nachnutzbar, es sei denn, man hat halt ganz gute Ahnung von MATLAB. Es wäre halt für die Zukunft, sage ich mal, sehr wünschenswert und cool, wenn das alles irgendwie in Moodle oder alles meinetwegen in Ilias funktionieren würde. Im Moment kann Moodle das halt noch nicht so wirklich. Also man kann in Moodle eine gegenseitige Begutachtung machen, aber nicht mit personalisierbaren Aufgaben, sondern alle kriegen die gleiche Aufgabe, alle reichen irgendwas ein. Es gibt eine Musterlösung, die Leute korrigieren sich gegenseitig, das funktioniert, aber eben nicht personalisiert. Deswegen brauchen wir MATLAB. Also ich hole mir eine Liste der Studierenden aus. Eine Frage, kann man eigentlich meinen Mauszeiger sehen, wenn ich den hier bewege? Sie können hier Also auf ich hole den mir. Pfeil oben klicken, dann bekommen Sie. Genau. Pfeil. Ach so, aber wie? Also okay. Also ich hole mir die Liste aus dem Moodle und da stehen die Namen der Studierenden drin, ihre E-Mail-Adresse und ihre Matrikelnummer. Das ist eigentlich das, was ich brauche. Mit dieser Liste füttere ich MATLAB und generiere dann über LaTeX und über die Matrikelnummer des Studenten, mehr brauche ich dafür nicht. Die Matrikelnummer braucht man für diesen Zufallszahlengenerator, generiere ich mir als PDF über LaTeX. Als eine PDF-Datei die entsprechende Aufgabe und gleich auch die zugehörige Musterlösung. So, und die Aufgabe und die Musterlösung speichere ich erstmal ab in den Ordner. Also die Musterlösung braucht man erst später, die kommt in den Ordner rein. Für jeden Studenten gibt es einen eigenen Ordner. Und die Aufgabe schicke ich dann per E-Mail. Dieser kleine Brief soll eine E-Mail symbolisieren an den Studenten oder an die Studentin. Und jetzt scroll ich schon mal ein bisschen weiter zur Seite. Die Studentin und der Student, die sollen dann drüber nachdenken über die Aufgabe. Das soll hier das Fragezeichen an der Seite symbolisieren. Und haben eventuell eine Idee und haben eine Lösung und reichen die Lösung über ein Moodle-Formular ein. Und in dem Einreichungsformular steht drin, dass das Ganze bitte anonymisiert oder anonym passieren soll. Also die sollen auf ihre Lösung nirgendwo ihren Namen draufschreiben, nicht ihre E-Mail-Adresse draufschreiben, nicht ihre Matrikelnummer draufschreiben, sondern ihre handschriftliche Lösung soll komplett anonym sein. Die können das abfotografieren, die können das einscannen. Die meisten fotografieren das natürlich ab, weil viel mehr Leute ein Smartphone haben als einen Scanner zu Hause und reichen das dann wieder über ein Moodle-Formular ein. Und über das Moodle weiß ich dann sozusagen, wer hat was hochgeladen. Also darüber kriege ich eine Zuordnung der Namen zustande, auch wenn die das im Grunde vollkommen anonym einreichen. So, dann kriege ich alle diese Lösungen von den Studenten als ZIP-Datei wieder aus dem Moodle raus und packe die wieder in MATLAB rein, lade die wieder in MATLAB rein, habe dann sozusagen ein zweites MATLAB-Programm und das MATLAB-Programm holt sich dann auch also weiß dann von jedem Studierenden die Lösung,
oder seine handschriftlichen Lösungsvorschlag und die zugehörige Musterlösung und schickt dann das weiter an einen anderen Studenten. Ich mache das eigentlich so, die stehen halt im Prinzip in beliebiger Reihenfolge in der Liste drin, so dass ich einfach immer dem nächsten und dem übernächsten in der Liste das schicke. Also jede Lösung und zugehörige Musterlösung wird immer an zwei Studierende verschickt zur Kontrolle. Da ist so die Idee, wenn mal einer das nicht macht, hat man immer noch eine zweite und wenn man zwei Meinungen hat, kann man halt am Ende den Mittelwert bilden. Und wenn die zum Beispiel zu weit auseinander liegen, dann sagt das Programm dann am Ende, Achtung, irgendwie der eine hat hier nur einen Punkt gegeben und der andere 16, da kann irgendwas nicht stimmen, guck mal lieber nochmal hin, lieber Dozent. So, also für diesen ersten Schritt, die Aufgabe zu lösen und das hochzuladen, haben die Studierenden üblicherweise eine Woche Zeit. Dann geht das relativ schnell, das halt wieder zusammenzupacken und jedem diese zwei E-Mails zu schicken. Und in diesen E-Mails steht dann jeweils drin, hier ist Lösung Nummer 1, hier ist Musterlösung Nummer 1, bitte korrigiere das und lad das in dieses Moodle-Formular wieder hoch. Und hier ist Lösung Nummer 2 und Musterlösung Nummer 2, bitte korrigiere das und lade das in ein anderes Moodle-Formular wieder hoch. Also Sie sollen dann die Lösung nehmen, da sozusagen kleine Häkchen dran machen. Die meisten machen das, indem die einfach dann die PDF-Datei im Adobe Acrobat oder in irgendeinem Tool kommentieren. Oder halt direkt so mit Paint, sage ich mal, in das Bild was, in die Bilddatei was reinmalen. Manche drucken das auch aus, korrigieren das von Hand und fotografieren das wieder ab. Das lassen wir denen halt im Prinzip auch frei. Hauptsache, es sind irgendwo Korrekturhinweise zu erkennen und sozusagen eine Punktzahl. So, also laden die dann ihre korrigierten oder die korrigierten Lösungen der anderen Studenten mit richtig und falsch dran und die jeweils erreichte Punktzahl wieder in einem Formular im Moodle hoch. Und auch das passiert im Prinzip anonym, also die schreiben nirgendwo drauf, ich, Max Mustermann, habe das korrigiert, sondern die korrigieren das einfach. Über das Moodle habe ich oder haben wir dann wieder die Zuordnung, wer hat was korrigiert und wer hat sozusagen was hochgeladen. Und deswegen ist diese gegenseitige Begutachtung im Prinzip doppelblind. Also man weiß nicht, wen man begutachtet und man weiß auch nicht, von wem man begutachtet wird. Und also solange das. Ich zeige ja gleich mal die Zahlen. Wir hatten immer locker über 100 Leute, die da mitgemacht haben. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass man dann irgendwie ihn an seiner Handschrift erkennt oder an dem speziellen Papier, das der verwendet hat, oder so. Also, ja, in Sonderfällen vielleicht ja, aber im Normalfall glaube ich nicht, dass das so passiert. So, und dann hole ich mir halt die ganzen Sachen wieder als eine ZIP-Datei aus dem Moodle raus und speise ein letztes MATLAB-Programm, was dann eben die ganzen erreichten Punkte in eine Tabelle einträgt, so dass ich die dann mit den anderen Punktelisten ziemlich einfach abgleichen kann und dann jedem Studierenden wieder per E-Mail seine zwei korrigierten Lösungen und nochmal die seine zugehörige Musterlösung zuschickt. Also hier, das ist die Korrektur, die du von dem einen Korrektur bekommen hast, das ist die Korrektur von dem anderen Korrektur. Du hast so und so viele Punkte da bekommen. In Mitte sind das so und so viele Zusatzpunkte, die dir jetzt gut geschrieben werden. Und hier ist auch noch mal deine Musterlösung, falls du noch mal gucken möchtest, was du jetzt falsch hattest, was richtig war und so weiter und so fort. Und für mich ist dann halt das Wichtige am Ende, dass ich da diese Punkteliste rausbekomme. So, das ist so der grobe Ablauf, wie das so funktioniert. Und wie gesagt, also MATLAB war jetzt für mich das einfachste und schnellste Mittel der Wahl, das umzusetzen, weil das Moodle an sich das erstmal nicht hergegeben hat. Wäre interessant zu wissen und zu schauen, ob Ilias oder Opal das vielleicht von sich aus können. Aber ich hatte mal so ein bisschen recherchiert und eigentlich herausgefunden, eher nein. So, dann ein bisschen Auswertung. Also in diesem ersten Durchlauf habe ich das an ungefähr 160, 170 Studierende verschickt. Dann haben 131 Studierende eine Lösung eingereicht, was ich eine ziemlich gute und ziemlich beeindruckende Quote fand und immer noch finde. Und 123 haben eine Korrektur eingereicht. Kann man sich jetzt fragen, warum hat man da nochmal 8 verloren, die jetzt nicht sich an der Korrektur beteiligt haben? Ist natürlich vielleicht so, habe ich jetzt auch noch nicht so im Detail die Zeit gefunden, das auszuwerten. Wenn man bei der Korrektur irgendwie so feststellt, ich habe halt da jetzt irgendwie überhaupt gar nicht so die richtige Lösung. Also wir haben halt gesagt, wer nicht korrigiert, bekommt auch keine Punkte. Also um die Leute sozusagen dazu motivieren, sich gegenseitig zu korrigieren. Nur wer korrigiert, kann auch Zusatzpunkte bekommen.
Wenn aber für mich eben abzusehen ist, meine Lösung ist eigentlich so jenseits von Gut und Böse, das ist relativ unwahrscheinlich, dass ich Punkte bekomme. Warum sollte ich mich dann an der gegenseitigen Korrektur beteiligen? Also da muss man schon ein ziemlicher Gutmensch sein wahrscheinlich, um das zu tun. Und dann hat man tausend andere Sachen im Studium zu tun, dann lässt man das vielleicht eben eher sein. Also für den halben Punkt, den man dann vielleicht noch bekommt. Trotzdem würde ich sagen, es war eine ziemlich sehr gute Aktivierung der Studierenden, eben aufgrund der hohen Quote, die daran teilgenommen haben und ziemlich gute Prüfungsvorbereitung, eben ohne dieses Teaching to the Test, wie es so schön heißt. Ich sage euch mal, was nächste Woche drankommt und bereitet euch genau darauf vor und alles andere könnt ihr auch getrost weglassen, sondern das war wirklich so prüfungsnah. So, wenn man sich mal die Punktzahl anschaut, es gab maximal 16 Punkte. Dann sieht man schon, ein überwiegender Teil hat da relativ gut abgeschnitten. Es gab auch eben ein paar, wo das dann runtergeht. Aber ja, so eine richtige Gauss-Kurve sieht man hier nicht, sondern der Maximum, das Maximum ist dann halt doch hier schon ziemlich weit oben. Was vielleicht eben auch in der Hinsicht zu erwarten ist, die Leute können sich absprechen, die haben fast alle Zeit der Welt, also zumindest eine Woche, um das zu machen. Ich sag mal, reine Arbeitszeit braucht man vielleicht eine halbe Stunde, um das aufzuschreiben, vielleicht eine Dreiviertel, wenn man langsam schreibt. Und dann kann man es ja auch nochmal nachrechnen, vielleicht mit irgendeinem Computertool und so weiter und so fort. Also, es ist vielleicht abzusehen, dass die Leute gar nicht so schlecht dabei sind. So, und dann ist mal hier gezeigt, die Abweichung zwischen den beiden Punktzahlen der jeweiligen Gutachter. Und dann sieht man auch, dass die sich im Normalfall schon relativ einig sind. Gibt auch natürlich ein paar Fälle, wo das mal zwei, drei Punkte voneinander abweicht. Es gibt auch tatsächlich ein paar Fälle, wo die Punktzahl, also bei 16, ne, 5 Punkte Abweichung, ich sag mal, der eine hat irgendwie 9 gegeben, der andere 14, ist schon eine relativ drastische Abweichung. Das sind dann meistens so Fälle, wo es, naja, irgendwie so schon richtig gedacht war, aber eigentlich doch irgendwie komplett falsch gemacht. Und dann ist man sich nicht so sicher, soll ich jetzt eher Punkte zählen, soll man eher Fehler zählen? Ja, also ich habe mir dann diese Lösung auch im Nachgang nochmal angeguckt. Ich hätte jetzt dann selbst als Dozent auch nicht besser gewusst, wie ich das bewerten sollte. Und dann ist es vielleicht okay, wenn man dann einfach den Mittelwert nimmt. Das passt dann schon. So, zweiter Durchlauf. Da haben wir das an ein paar mehr Studierende verschickt, einfach weil dann noch mehr Leute bis dahin in Übungstermine eingeschrieben waren und so weiter. Da haben dann ein bisschen weniger mitgemacht. Auch da hat man wieder so 8 oder 9 Leute so über die Korrektur hin verloren. Da kann man jetzt so ein bisschen überlegen, das war halt schon nach der ersten Leistungskontrolle. Da kann es halt sein, dass es Leute gibt, die nach der ersten Leistungskontrolle eigentlich schon genug Punkte haben. Naja, die haben dann auch kein Interesse mehr an Zusatzpunkten, die reichen dann eben auch nichts ein. Und ja, wie bei der ersten Sache. Also wenn die eigene Lösung vermutlich falsch ist, dann warum sollte ich dann korrigieren, wenn ich eh keine Punkte bekomme? Dann hier nochmal das als Diagramm, sieht halt im Grunde genauso aus. Also wieder ziemlich viele Leute, die da fast die volle oder die volle Punktzahl bekommen haben. Und auch hier wieder das Bild wie vorher. Ziemlich gute Übereinstimmung zwischen den beiden Punkten der Gutachter 1 und 2 und hier deutlich weniger, die so sehr drastisch auseinanderlagen. Vielleicht, weil das bei der Aufgabe auch dann sehr schwierig ist, sowas halb richtig, halb falsch zu machen bei diesem Typ von Aufgabe. So, dann gibt es noch so ein paar witzige Sachen, die so passiert sind, die auch dann im Grunde mich immer wieder motivieren, solche Experimente mit den Studierenden einzugehen. Hier ist, das ist ein Screenshot direkt aus Moodle, aus sozusagen der Tabelle, in der man alle Einreichungen sieht. Also da hat ein Student seine Lösung hochgeladen unter dem Dateinamen volle Punktzahl .pdf. Also da muss man natürlich schon ein gewisses Selbstvertrauen dann an den Tag legen, ja, seine Lösung unter diesem Namen hochzuladen. Also am Ende anonymisiere ich die Dateinamen, weil ich möglicherweise kann man halt aus den Dateinamen manchmal rausbekommen, wie der Student heißt oder sowas. Also ich schicke das dann immer einfach als Lösung 1, Lösung 2 dann an die Korrekteure weiter. Aber Herrgott, ja, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, als Student meine Lösung hochzuladen unter dem Namen volle Punktzahl. Dann, was auch mich überrascht hat, ist, hier hat jemand offensichtlich ein
Also die meisten nehmen natürlich ein Blatt Papier, um das zu rechnen. Hier hat offensichtlich jemand ein Whiteboard oder ich weiß nicht, ein großes Stück Papier genommen, hat das alles auf der einen Seite gerechnet, diese erste Aufgabe mit Ladung und Strom. Hier ist nochmal das Aufgabendiagramm und der jeweilige Lösungsweg. Und dann halt hier unten das Diagramm von der Lösung. Soweit ich mich erinnere, war das auch alles komplett richtig. Und hat das dann gerahmt in einen Bilderrahmen, das vor eine nett anzuschauende gekachelte Wand, ich weiß nicht, sein Badezimmer, seine Küche oder so gehängt und hat das dann abfotografiert. Also das ist ja auch schon eine Zelebrierung der Lösung, anstatt man gibt irgendwie da so ein, man fotografiert seinen profanen Zettel ab. Dann gab es auch natürlich so ein paar Probleme technischer Natur bei der Einreichung, dass halt Leute, also mittlerweile begrenze ich das und sage, man darf nur noch JPG, PNG und PDF einreichen, dass halt Leute Word-Dateien, irgendwelche Pages, weiß nicht, von Mac ein Format, Open Document, ganz seltsame Sachen, dass Studierende, also auch das spiegelt wieder und wieder, was man überall liest, die Digital Natives, die gibt es eigentlich überhaupt gar nicht. Studierende haben offensichtlich ziemlich große Probleme dabei, ihre Dateien, die sie irgendwo erstellt haben, mal einfach in eine PDF-Datei umzuwandeln. Wenn Endungen, also Dateien ohne Endung eingereicht werden und man eine Datei ohne Endung zugeschickt bekommt, mal einfach und die nicht öffnen kann, mal einfach auf die Idee zu kommen, da .pdf, .png oder so hinterzuschreiben, um zu gucken, was da so passiert. Ja, also da gab es einige Probleme. Interessanterweise zum Beispiel hat auch ein Student offensichtlich beim Upload die falsche Datei ausgewählt, hat nicht seine Musterlösung hochgeladen, sondern ein WhatsApp-Chat-Protokoll, wo dann so dann stand, ey, was geht, Alter, und so. Ja, hat zu ziemlicher Belustigung dann bei der Korrektur geführt. Wir haben dann nachträglich natürlich noch die richtige Lösung akzeptiert und er hat seine Punkte bekommen und alles gut. Aber also auch so Sachen passieren dann halt mal. Dann die Korrektur. Da sind halt auch viele, viele Sachen passiert, dass Leute die Punktzahl in das Formular eintragen sollten, das dann aber halt nicht richtig gemacht haben oder das in einem seltsamen Dateiformat eingetragen haben. Ich habe dann halt gesagt, leider kann man das im Moodle nicht machen, dass man sagt, bitte in dieses Feld nur Zahlen eintragen, sondern ich habe dann gesagt, nur ein Wort. So, und dann, also die meisten haben halt schon hingeschrieben, irgendwie 15. Manche haben dann halt sowas hingeschrieben wie 15 Punkte. So, dann habe ich halt in meinem MATLAB gesagt, ja gut, 15 Punkte ist keine Zahl, kann MATLAB nicht lesen. Streich halt alles weg, was ein Buchstabe ist. So, dann ging das halt zum Beispiel für dieses Beispiel. Irgendjemand ist auf die Idee gekommen, 14 von 16 Punkten ohne Leerzeichen alles als ein Wort hinzuschreiben. So, okay, was hat MATLAB gemacht? Alle Buchstaben weggestrichen, dann kam da 1416 raus. Ne, also da muss man so ein bisschen aufpassen. Und da noch mal ein paar Korrekturschleifen drüber laufen lassen, um da so die Sachen abzufangen. Dann haben auch Leute zum Beispiel, obwohl glasklar drauf stand, es gibt 16 Punkte, 26 Punkte vergeben, weiß ich nicht, was da in den Leuten vorgeht. Manchmal wurden auch Korrekturen vertauscht, obwohl es glasklar hieß, hier Lösung 1 da hochladen, Lösung 2 da hochladen, wurde es genau über Kreuz hochgeladen, dann funktioniert natürlich aufgrund der Anonymisierung und so die ganze Zuordnung nicht mehr. Und dann, was auch passiert ist, diese E-Mails haben wir halt über einen Gmail-Account verschickt. Naja, wenn man dann relativ schnell relativ viele E-Mails mit relativ großen Anhängen verschickt, dann sperrt einem Google auch relativ schnell den Account, weil die denken, man versendet halt Spam. Das haben wir mittlerweile klären können. Das funktioniert alles wieder. Ja, aber ist auch sowas, was wir am Anfang erstmal nicht erwartet hätten. Ja, und dann nochmal, um auf die Digital Natives zurückzukommen. Ein Student hat mal eine Verknüpfung hochgeladen. Also anstatt seiner eigentlichen Lösungsdatei, eine Verknüpfung auf die Lösungsdatei, wo eigentlich jedem, der ansatzweise von Computern Ahnung hat, klar sein muss, das kann nicht funktionieren. Also wenn ich da jetzt so eine 1 Kilobyte oder weniger kleine Verknüpfung hochlade, da wird nicht meine Lösung drinstehen. Naja, gut. Also sowas ist halt auch vorgekommen. Und dann ist ein bisschen generelles Problem die bisweilen schlechte Bildqualität. Also wenn die Leute das eben nicht einscannen, sondern abfotografieren und dann wieder ausdrucken, von Hand korrigieren und nochmal schief abfotografieren mit Schatten und mit Reflexionen drauf, dann ist es manchmal schwierig, da vernünftig was zu lesen und was erkennen zu können. Aber ja, wenn man das vorher versucht in der Vorlesung Leuten klarzumachen, passt auf, dass man das alles gut lesen kann. Guckt euch das lieber nochmal an, bevor ihr es hochladet. Funktioniert schon ganz gut. So, und dann ist auch eine Sache,
Ja, wo wir dann manchmal auch so ein bisschen fragend davor stehen, Glaubwürdigkeit der Korrekturen. Also wenn man halt sowas liest, ja, durch Folgefehler ist das Ergebnis mit Doppel-S nicht korrekt und so. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt, also mein ganzes Herzblut darin gelegt hätte, da jetzt eine besonders gute Lösung zu schreiben und dann sehe ich irgendwie in der Korrektur, dass da jemand das irgendwie so was offensichtlich sehr hastig und ohne großen Sachverstand gemacht hat. Aber also bis jetzt gab es da noch keine großen Beschwerden aus der Studierendenschaft, sagen wir mal so. Ja, und damit würde ich jetzt sozusagen schließen mit der Fragestellung oder mit der Umfrage, was würde Ihnen aus Ihrer Sicht jetzt so, als ich Ihnen das ganze Konzept relativ hastig vorgestellt habe, was man jetzt aus diesen Daten noch so ein bisschen auswerten könnte? Also wir gucken da eben immer nur so ein bisschen aus der elektrotechnischen Sicht drauf. Ich glaube, man könnte jetzt so aus pädagogischer Studentenmotivationssicht, also wir haben halt eine ganze Reihe Daten. Sozusagen, wer reicht wann was ein, wer, ich habe auch schon mal so Auswertungen gemacht, ist halt ganz witzig, wenn man sich anguckt, wann die Leute ihre Lösung einreichen, dann geht die Kurve halt ziemlich steil, ziemlich schnell hoch, kurz bevor der Deadline. Bei den Korrekturen ist das aber komplett anders. Also da ist das so, die reichen das über die Woche relativ linear ein. Also man hat offensichtlich eine andere Motivation, was zu korrigieren, als selber eine Lösung zu erarbeiten und die halt irgendwo einzureichen. Und ja, ich glaube, wir sitzen da eigentlich auf einem Datenschatz, wissen gar nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Und es wäre bestimmt jetzt nicht aus elektrotechnischer Sicht interessant, das mal noch ein bisschen weiter auszuwerten. Ja, Kompetenzzuwachs. Es halt geht so ein bisschen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, in die Richtung, man würde sich vorher überlegen oder man würde vorher irgendwie prüfen, welche Kompetenzen, was können die Leute, dann macht man halt das mit den Aufgaben und dann prüft man am Ende nochmal, hat sich es jetzt dadurch verbessert. Ja, ist was, was bestimmt denkbar ist. Also sowas Ähnliches haben wir uns auch schon mal für einen Mathematikvorkurs überlegt, ist aber, glaube ich, dann trotzdem schwierig im Detail umzusetzen und naja, also zumindest eine genügend große Stichprobe nochmal diesem Vor- und Nachtest zu unterziehen, ohne dass man, also ohne dass man jetzt große Druckmittel anwenden muss, die Studierenden dazu. Ja, rechtliche Aspekte, das ist sicherlich ein guter Punkt. Matrikelnummern, ich meine, am Ende müssen wir die eben wissen, weil wir natürlich diese Zusatzpunkte am Ende und die Erteilung eines Übungsscheins, also die Prüfungszulassung an das Prüfungsamt melden müssen. Das mit dem Gmail-Konto ist halt so, das haben wir für den ersten Durchlauf gemacht, mittlerweile sind wir da auf dem Unikonto umgestiegen. Also das war halt auch so für den ersten Durchlauf Quick and Dirty Lösung. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile safe. Wie hoch ist der Zeitaufwand im Vergleich zum traditionellen Ablauf? Das hängt so ein bisschen von der Skalierung ab. Also ich würde sagen, so ab 100 Leute würde ich sagen, lohnt sich's. Wenn man jetzt halt, wenn man weniger als 50 hat, also so zwei, drei Übungsgruppen, ich glaube, dann wäre es auch okay, einfach in die zwei, drei Übungsgruppen zu gehen, dann vielleicht zu gucken, dass man da dann trotzdem jedem per Hand irgendwie vielleicht sowas wie so eine personalisierte Aufgabe austeilt. Und wenn man dann eine studentische Hilfskraft hat, die das mit einigermaßen Sachverstand relativ flott korrigiert, dann geht das, glaube ich, mit wenigen Leuten auch relativ schnell. Also ich glaube, wirklich lohnen tut sich das Elektronische so ab 100 Leute, würde ich jetzt so einschätzen. Und es würde halt noch viel schneller gehen oder es würde noch viel schlanker und viel einfacher gehen, wenn es eben alles im Moodle automatisiert funktionieren würde. Oder zumindest, dass ich so vielleicht extern meine Aufgaben und meine Musterlösungen generieren kann, zum Beispiel über MATLAB, über LaTeX, über was auch immer, was mir halt gerade einfällt, dann für jeden Studierenden im Prinzip eine Textdatei oder eine PDF-Datei abspeichere. Das ist die Aufgabe, das ist die zugehörige Musterlösung
Und das meinetwegen als ZIP-Datei ins, das stelle ich mir so vor, dass man das als ZIP-Datei zum Beispiel ins Moodle hochlädt und dann das Versenden, das Einreichen, das Wiederversenden zur Korrektur, diese ganze Zuordnung, dass das halt vollkommen automatisiert im Moodle abläuft. Also bei mir geht jetzt relativ viel Zeitaufwand dazu verloren, dass halt immer von Moodle in MATLAB, von MATLAB in E-Mail, dann wieder aus Moodle zurück und so. Und dann muss man immer da ein bisschen was anpassen und da ein bisschen was anpassen, das zu machen. Wenn man das halt ein, zwei Mal gemacht hat, klar, dann hat man das irgendwie so verstanden, dann geht das dann auch flotter. Aber das ist, glaube ich, im Moment der größte Flaschenhals. So, wie genau fand die automatisierte Auswertung der Einreichung via MATLAB statt? Ja, im Prinzip nur durch Formulardaten. Also in dem Formular sollte die erreichte Gesamtpunktzahl eingetragen werden. Und das ist dann das, was an die Studenten auch weitergeleitet wurde und was in meine Punkteliste eingeht. Und jetzt der, im Prinzip der Anhang, das Bild, das hat sich jetzt im Prinzip keiner mehr wirklich angeschaut, außer es gab so Fälle, wo halt dann das Programm gesagt hat oder wo ich halt eine Fallunterscheidung eingebaut habe, wenn die Punktzahl zwischen Gutachter 1 und Gutachter 2 die Abweichung zu groß ist, dann gib mal bitte eine Warnung aus, dann sollte sich das vielleicht noch mal jemand mit ein bisschen Sachverstand anschauen. Wir machen aber dieses Prinzip, und das hat also dieses Prinzip der gegenseitigen anonymen Begutachtung schon viel, viel länger in einem englischsprachigen Schlüsselkompetenzenseminar, wo die internationalen Studierenden kurze Paper schreiben sollen und dann diese Paper gegenseitig begutachten sollen, auch anhand eines vorgefertigten Bewertungsbogens. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, und im Grunde ist das jetzt auch die gleiche Erfahrung, die wir hier gemacht haben, dass die Studierenden sehr gewissenhaft und sehr fair sich gegenseitig bewerten. Also weder geben die sich gegenseitig immer die volle Punktzahl, so nach dem Motto, noch picken die sich gegenseitig die Augen aus. Also die machen das schon mit Bedacht. Also zumindest die meisten, die allermeisten, keinen so zu bevorteilen, keinen komplett zu benachteilen, sondern sich gegenseitig so zu bewerten, wie sie auch selber gerne bewertet würden wollen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Also da vertrauen wir halt auch einfach im Prinzip den Leuten ein bisschen, dass das so funktioniert. Ich glaube auch, dass es schwierig wäre, da jetzt nochmal irgendeine automatisierte Bildverarbeitung drüber laufen zu lassen. Was ich so, ich gucke dann halt immer noch mal, bevor diese Rückversand stattfindet, so grob drauf, ob die beiden Korrekturen, korrigierten Exemplare optisch zu dem passen, was eingereicht wurde. Also, dass man einfach noch mal so sicher gehen kann, der Student, jeder Student kriegt nur das zugeschickt, was er auch selber eingereicht hat. Und nicht aus Versehen, weil irgendwas bei der Zuordnung schiefgelaufen ist, eine Lösung von wem anders. So, dann würde ich mal zur nächsten Frage gehen. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Studierenden die personalisierten Aufgaben übers Moodle abrufen können und auch dort wieder hochladen? Also dort hochladen, das tun sie ja. Aber es gibt, soweit ich weiß, keine Möglichkeit, die personalisierten Aufgaben dort abzurufen. Wenn es die gäbe, dann könnten wir uns ja das mit den E-Mails sparen. Ich meine, man könnte halt bestimmt sowas machen, dass man jetzt nicht im Moodle, aber auf im Prinzip irgendeinem anderen Webserver mit einfach einem langen Hash oder irgendeiner kryptischen Zahlen-Buchstaben-Kombination einen Pfad anlegt, sodass man halt, also dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass man den errät und dann die Sachen da automatisiert, zum Beispiel per FTP aus MATLAB oder aus Python, was auch immer, hochlädt und dann den Studierenden eben nur den Link schickt. Per E-Mail. Das würde halt den Vorteil haben, dass man nicht so riesen Anhänge per E-Mail hin und her schickt, sondern halt nur einen Link schickt und die Leute sich dann einfach das von einem Webserver runterladen. Das könnte man sicherlich auch mal. Also, soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit im Moodle, zumindest keine so direkt vorgesehene, dass ich für jeden Studenten eine eigene Aufgabe mit einer eigenen Aufgabendatei, PDF-Datei dort einstellen kann. Genau, und diese Stichprobe, ob Bild und Formular übereinstimmt, die gibt's. Ja, und zumindest auch, ob die beiden Lösungen, ob die beiden korrigierten Lösungen zur ursprünglichen Lösung passen, die gibt es.
Und also die macht man so mit schnellem drüber scrollen. Das sieht man sehr schnell, wenn da irgendwas nicht übereinstimmt. Und bis jetzt haben sich halt die Studierenden auch immer sehr schnell zurückgemeldet und gesagt, ich habe hier eine Datei zugeschickt bekommen, die kann ich aber nicht öffnen, aus dem und dem Grund. Und ich kann das jetzt nicht korrigieren und bitte helft mir und so. Das funktioniert relativ gut. Ja, das ist tatsächlich schade, dass es einfach sehr viele verschiedene Werkzeuge nötig sind, die jetzt das in der Art und Weise möglich machen. Ich meine, Moodle ist ja eine mehr oder weniger offene Plattform oder im Grunde kann sich ja jeder hinsetzen und ins Moodle zusätzliche Plugins reinprogrammieren. Auch da ist es dann wieder so, wenn man das halt einmal programmiert hat, heißt das nicht, dass das dann für alle Ewigkeiten und immer funktioniert. Auch das muss man mit Sicherheit immer mal updaten und auf den neuesten Stand bringen. Ich habe leider nicht die Zeit, mich hinzusetzen und das in Moodle rein zu programmieren. Ja, genau, eine Zusatzprogrammierung für Moodle wäre ideal, ja. Vielleicht kann man, vielleicht mehrere Fachbereiche an mehreren Unis und Hochschulen und Fachhochschulen sich mal zusammensetzen und sagen, wir hätten Interesse, sowas zu machen. Und wir gucken, wir fragen jetzt mal irgendwen, der sich damit auskennt, irgendeinen Informatiker. Was würde das dann kosten und wie kann man dann vielleicht, wie ist Kosten und Nutzen für jeden und wie kommt man vielleicht zusammen und kann dann gemeinsame Sachen machen, um ein solches Modul zu entwickeln? Das wäre sicherlich eine Lösung. Okay, ein Peer Assessment Tool von der TU Dresden. Das kannte ich noch nicht, das werde ich mir mal anschauen. Ja, ansonsten denke ich, liegen wir relativ gut in der Zeit. Wenn es jetzt noch weitere Fragen gibt, beantworte ich die gern. Ansonsten weiß ich nicht, wie viel Zeit wir tatsächlich noch haben. Ach, Gut, okay, dann 3 Minuten. möchte ich mich mal schon mal bedanken für den tollen Vortrag und den tollen Einblick da in eure Hochschule und auch euer Peer Review System. Inwiefern das jetzt schon einsetzbar ist für die anderen Leute, da müssen wir noch schauen. Aber ich glaube noch, habt ihr da mit dem Workshop-Modul in Moodle auch schon mal was ausprobiert? Weil da gibt es ja, glaube ich, schon so ein bisschen Peer Review-Möglichkeiten, aber da ist das nicht anonymisiert, oder? Doch, das ist schon anonymisiert, aber das funktioniert eben so. Also man kann eine Aufgabe stellen und man kann sozusagen eine Musterlösung, eine Bewertungsvorlage vorgeben, aber es kriegen alle exakt die gleiche Aufgabe und es sozusagen sollen alle das anhand exakt der gleichen Musterlösung sich gegenseitig bewerten. Man Okay, kann nicht dieses gut. Personalisierte machen. Das ist halt das Problem. Für dieses andere Schlüsselkompetenzen-Seminar, was wir machen, haben wir uns mal überlegt, das zu machen. Da machen wir das auch tatsächlich noch papierbasiert. Also die internationalen Studierenden sind eingeladen, das als Papierversion ihr Paper mit Autor entfernt, anonymisiert einzureichen. Und dann schieben wir auch ganz viel Papier auf unseren Schreibtischen hin und her, um das wieder zuzuordnen und machen dann nochmal eine Lehrveranstaltung, wo wir das wieder in Papierform ausgeben. Da haben wir halt auch tatsächlich mal überlegt, das online-basiert zu machen. Das hat aber, also am Ende hat dieses Papierbasierte, auch wenn es natürlich nicht so gut ist für den Regenwald, hat auch seinen Charme, weil so dann 40 Leute haben halt eine Deadline, müssen das an einem Termin einreichen. Man hat die auch nochmal alle 40 zusammen, um diesen Review zu erklären. Und das entwickelt auch eine Dynamik, einfach weil die Leute zusammenkommen, die man halt nicht hätte, wenn einfach ladet das halt irgendwo da im Moodle hoch und holt euch das irgendwie so wieder im Moodle raus. Ja. Also ich glaube, man darf diese soziale Komponente und alle Leute kommen irgendwo so zusammen halt auch nicht unterschätzen. Und das ist auch so ein bisschen was, ich glaube, wenn man das zu sehr technisiert, dass da halt auch, ich sag mal, ein Bot mitmachen könnte und es würde keiner mehr merken, dass das jetzt eigentlich ein Bot war und kein Mensch, der da die Lösung und die Korrektur gemacht Ist hat, klar, ja. dann wird es schwierig.
Gut, hier haben wir noch eine Frage. Ich beende jetzt schon mal die Aufzeichnung. Beende jetzt schon mal die Aufzeichnung.